Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU/CSU hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Heizungspläne der Bundesregierung stoppen, Wärmewende technologieoffen und sozial verträglich neu gestalten, neu starten, Entschuldigung. Sobald alle Kolleginnen und Kollegen ihren Platz gefunden haben, könnte ich auch die Aktuelle Stunde eröffnen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Jens Spahn für die CDU/CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Von den 170 Seiten des Heizungsgesetzes gehören 120 in die Tonne, heißt es aus der FDP. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr nennt das Gesetz noch nicht beratungsreif. 101 Fragen hat die FDP aufgeschrieben, alle richtig, alle wichtig. Aber man fragt sich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wie konnten Sie bei so substanziellen Bedenken diesem Gesetzentwurf im Kabinett zustimmen? Was soll das Schauspiel, das Sie jetzt im Nachhinein hier abliefern, wenn Sie vorher dem Ganzen seine Zustimmung gegeben haben? Wir lernen übrigens heute Morgen dem Wirtschaftsminister übergeben, haben Sie die 100 Fragen anscheinend noch nicht. Deswegen, Service-Opposition, werden wir diese 101 Fragen als Kleine Anfrage einreichen, damit Sie auch tatsächlich eine Antwort zugezogen haben. Die Grünen schlagen zurück. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen wirft der FDP Arbeitsverweigerung vor. Kollege von Notz nennt die FDP verantwortungslos. Die FDP ist eine unzuverlässige und destruktive Clique. Lindner ist ein König ohne Land, so der Kollege Marcel Emmerich. Man könnte stundenlang so weitermachen. Material gibt es genug, allein aus den letzten 2, 3 Tagen. Nur, wie geht es den Bürgerinnen und Bürgern dabei? Rekordinflation. Durchschnittsverdiener haben 400-500 Euro netto im Monat weniger zur Verfügung. Viele wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen, und dann ziehen Sie hier seit Tagen so ein Schauspiel ab. Sie maximieren Verunsicherung, Frust und Wut durch die Art und Weise, wie Sie miteinander umgehen. Sie sorgen sich um Zeitpläne und Formalien, streiten auf Twitter, nur um die existenziellen Ängste der Leute im echten, im realen Leben. Um die kümmert sich gerade keiner. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, das ist machtvergessen, das ist selbstbezogen, das ist unwürdig. Beenden Sie dieses Schauspiel, ziehen Sie den Gesetzentwurf zurück, gehen Sie zurück auf Los und fangen Sie im Sinne der Sache des Klimaschutzes noch mal ganz von vorne an. Und zwar mit einem Gebäudeenergiegesetz, das Fristen hat, die Planbarkeit und Verlässlichkeit schaffen statt Überforderung. Wirklich technologieoffen und ohne diese Fixierung nur auf die Wärmepumpe und mit der Förderung, die sicherstellt, dass niemand überfordert wird. Aber eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es um Grundsätzlicheres. Es geht um den Zustand dieser Regierung und darum, was das mit dem Land macht. Die nationale Sicherheitsstrategie wurde kurzfristig als Tagesordnungspunkt für den morgigen Vormittag abgesetzt. Krieg in Europa, und diese Regierung hat keine Sicherheitsstrategie. Die China-Strategie wird verschoben und vertagt. Der Haushalt 2024 lässt auf sich warten. Der Streit um die Grundsicherung geht seit Monaten. Planungsbeschleunigung bei der Infrastruktur wird verzögert. Der Wirtschaftsminister kündigt vorgestern in einer Pressekonferenz einen Industriestrompreis an. Der Finanzminister sagt gestern in öffentlicher Rede ausdrücklich, das wird so niemals kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist, ja, Sie klatschen, aber treten Sie mal einen Schritt zurück.
Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das, was der Wirtschafts- und der Finanzminister zu diesen industriepolitischen, wirtschaftspolitischen Fragen sagen, das wird auf der ganzen Welt verfolgt. Gleichzeitig machen Unternehmen und Gewerkschaften sich Gedanken darüber, wie dieser Standort gesichert werden kann. Und wir erleben seit Tagen nicht nur in dieser einen Frage, sondern in allen politischen Fragen, dass Sie sich nicht einigen können. Und das ist mittlerweile eine Standortgefahr für die Bundesrepublik Deutschland. Stress, Selbstbeschäftigung, Chaos, Blockade auf dem Weg in die Regierungsunfähigkeit. Das ist der Zustand der Koalition. Krieg in Europa, Rekordinflation, Migrationskrise, ein Land auf dem Weg in die Stagflation und kollektiv schlechte Stimmung. Das sind die Themen der Bürger. Und da fragt man sich übrigens auch heute, wo ist eigentlich der Kanzler? Politische Führung ist mehr gefragt denn je. Aber vom Kanzler gibt es bestenfalls Durchhaltephrasen à la You never walk alone. Ansonsten Fehlanzeige. Und deswegen bleiben statt 101 Fragen eigentlich nur zwei Fragen übrig. Hat dieser Kanzler, hat diese Regierung noch die Kraft, die Führung, den Willen, in diesen multiplen Krisen das zu tun, was nötig ist, um Deutschland und die Deutschen gut durch diese Zeit zu führen? Und die zweite Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, hat der Kanzler, hat der Vizekanzler, hat der Finanzminister, hat diese Regierung, haben die eigentlich für das, was sie tun, noch das Vertrauen der Mehrheit dieses Parlaments? Diese Frage stellt sich mittlerweile angesichts dessen, was Sie in den letzten Tagen hier aufführen. Kollege. In Zeiten der Krise braucht es politische Führung und Verlässlichkeit. Kollege. Die liefern Sie nicht, auch in dieser Woche wieder nicht. Besinnen Sie sich im Interesse unseres Landes. Für den weiteren Verlauf und auch für die Besucherinnen und Besucher, wir sind im Format Aktuelle Stunde. Das heißt, für alle Rednerinnen und Redner gelten exakt 5 Minuten Redezeit. Es ist auch keine Redezeit zu übertragen an andere Kollegen. Das Wort hat der Kollege Dr. Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Spahn, also Sie haben von Schauspiel gesprochen. Was Sie jetzt hier abgezogen haben, glich ein Schauspiel und ein Übel-Faustspiel im Übrigen auch. Denn wenn Sie hier Führungslosigkeit anmahnen, wer hat denn die Versorgungssicherheit mit Energie im letzten Jahr gesichert? Wer hat die Bezahlbarkeit in diesem Land von Energie gesichert? Es war die Ampel. Sie haben Vorschläge gemacht, die genau in die andere Richtung gegangen sind. Und dann würde ich mir ja noch mal vorstellen, dass Sie wenigstens eine Aktuelle Stunde machen und wir in irgendeiner Form von Ihnen in der Sache mal was hören. Wo sind denn bitte die Vorschläge, hier das Thema Wärme von der CDU zu beantworten, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wo ist ein Vorschlag? Stattdessen eine üble populistische Kampagne, wo Sie den Menschen etwas vormachen und übelst mit den Ängsten spielen. Lieber Herr Spahn, ich sage Ihnen, ja, Sie haben recht. Herr Merz, hören Sie zu. Hören Sie einfach mal zu. Herr Spahn hat in einem Punkt recht. Es geht um sehr, sehr grundsätzliche Fragen. Denn wir haben zusammen, mittlerweile sind Sie ja sogar Fan des Gesetzes, habe ich gehört, wir haben gemeinsam ein Klimaschutzgesetz hier beschlossen. Dieses Klimaschutzgesetz sieht vor, dass wir im Jahre 2045 klimaneutral sind. Bis dato kann es keine fossilen Heizsysteme mehr geben. Wir haben parallel dazu einen CO2-Preis beschlossen. Sie plädieren für den Emissionshandel. Das klingt im Moment alles super. Wohin führt es, wenn wir jetzt nicht handeln und sensibilisieren und den Menschen sagen, dass sie umsteigen müssen? Das führt dazu, dass wir spätestens 2028, 2029
Preise erleben, wo die Leute plötzlich, wenn sie weiter auf fossile Energie setzen, entweder nicht mehr heizen können oder sie Anlagen auswechseln müssen, aber dann ganz plötzlich. Und das ist der Schock, den wir genau nicht wollen. Das ist unser grundsätzlicher Unterschied. Und deswegen, wenn Sie hier sagen, Klimaschutz ohne Kostenschock, Sie provozieren, dass viele, viele Millionen von Haushalten irgendwann den Schock haben. Das muss man den Leuten sagen, wenn es hier um diese Debatten geht. Und dann flankieren Sie das alles noch und sagen beispielsweise, verheizt nicht meine Miete. Wer war in der letzten Legislaturperiode mit uns nicht in der Lage, die Mieterinnen und Mieter angemessen zu schützen vor einem hohen CO2-Preis und eine Aufteilung hinzubekommen. Das waren Sie. Und eine besondere Stilblüte, Herr Kollege Merz, ist dann noch die Aussage, verheizt nicht unsere Rente. Da sagen Sie, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ich hoffe, das Flugblatt wird jetzt ganz schnell geändert, denn ich habe ja gestern genommen, die CDU will jetzt die Rente mit 72. Also fangen Sie an. Das ist CDU, CSU. Aber in der Tat ist ja nicht zu spät und eine Aktuelle Stunde kann ja auch Anlass sein. Wir werden hier im Parlament die Vorlage der Regierung in der Tat beraten. Und jeder Vorschlag von Ihnen ist willkommen. Jeder Vorschlag von Ihnen ist willkommen. Wir haben im letzten Jahr richtig viel geschafft im Bereich erneuerbarer Energien. Und wir werden in diesem Beratungsablauf den nächsten großen Punkt, das Heizen, uns vornehmen. Und wir werden beweisen müssen, und das ist nicht einfach, aber wir werden beweisen müssen, dass Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt tatsächlich organisierbar sind. Insofern werden wir über Förderung reden. Wir werden über die Frage von Technologien reden. Wir werden die Frage von Übergangsfristen etc. behandeln. Ich bin mir sehr sicher, wir werden in dieser Ampel jetzt auch dieses große Thema angehen, was wir leider mit Ihnen zusammen nicht angehen konnten. Wir werden das Thema Heizung und im Übrigen auch das Thema Mobilität angehen. Meine Bitte an Sie ist, dass Sie nicht dem Populismus nachgehen, weil ansonsten machen Sie eine Truppe stark, und die sitzt dort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Marc Bernhard für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben uns bei der Energiewende geirrt. Wir hatten das schon bereits vor 10 Jahren gesagt. Kein Klimaleugner, kein Verschwörungstheoretiker und auch kein AfD-Politiker. Nein, es war Habecks entlassener Staatssekretär Greichen, den er letzte Woche als denjenigen, der die Energiewende wieder zum Laufen gebracht habe, verabschiedet hat. Greichen vor 10 Jahren so wörtlich. Wir haben uns geirrt bei der Energiewende. Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten nicht das, was wir uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen werden. Doch das tun sie eben nicht. Wenn Greichen also schon vor 10 Jahren wusste, dass die Energiewende nicht funktioniert, warum wird sie dann jetzt mit aller Macht durchgedrückt? Warum werden per Notverordnung Landschafts- und Artenschutz ausgehebelt, erkämpfte Mindestabstände zu Wohnhäusern eliminiert, die Umweltverträglichkeitsprüfung außer Kraft gesetzt und Mitspracherechte der Bürger gestrichen, um den Bau von weiteren 90.000 Windindustrieanlagen zu ermöglichen und damit den Schaden des selbst eingestandenen Irrtums zu maximieren, Herr Habeck? Obwohl er also genau wusste, dass die Energiewende überhaupt nicht funktioniert, wollte er in Ihrem Auftrag, Herr Habeck,
mit dem Heizungshammer mehr als 60 Millionen Menschen dazu zwingen, zukünftig nur noch mit Strom zu heizen. Dabei wusste er doch ganz genau, dass dafür aufgrund der Abschaltung der Kern- und Kohlekraftwerke gar nicht genügend Strom zur Verfügung steht. So kann beispielsweise Deutschlands größte Wohnungsgesellschaft unzählige elektrische Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil der Strom fehlt. Trotzdem hat er den Gesetzentwurf ganz bewusst so geschrieben, dass für die meisten Menschen nur noch der Einbau einer Wärmepumpe möglich ist. Und das, obwohl das Heizen mit Strom auch noch um 30% teurer als mit Gas ist. Gut, dass so jemand weg ist. Und jetzt muss auch dieser Heizungshammer weg, und zwar komplett weg. Denn es ist doch völlig absurd, dass den Menschen verboten werden soll, mit Gas zu heizen, während die Regierung gleichzeitig 50 Gaskraftwerke bauen will, wo man dann mit dreckigem Fracking-Gas den Strom erzeugen will, mit dem die Menschen zukünftig heizen sollen. Was für ein Aberwitz! Und als ich Ihnen im April vorgerechnet habe, dass dieser Heizungshammer die Menschen 2.000 Milliarden Euro kosten würde, haben Sie mich hier im Deutschen Bundestag ungläubig angeschaut und mit dem Kopf geschüttelt. Und jetzt haben ganz offensichtlich Sie ja selbst von der FDP mal nachgerechnet und kommen sogar auf 2.500 Milliarden Euro, also 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Und Wissenschaftler bestätigen, dass es damit noch nicht einmal zu einer CO2-Einsparung kommt. Ja, der Schwachsinn wurde doch von Ihren FDP-Kollegen bestätigt. Die haben doch nachgerechnet, 2.500 Milliarden Euro. Und eins ist doch klar, die Wärmewende ist nicht machbar. Denn wir haben nicht genügend Wärmepumpen, wir haben nicht genügend Handwerker, wir haben nicht genügend Strom. Und die Menschen haben schon gar nicht genügend Geld, um diesen Wahnsinn zu bezahlen. Und jetzt kommen Sie von der CDU und spielen sich hier als Retter der Nation auf und wollen die Wärmewende angeblich sozialverträglich neu starten. Was Sie unter sozial verstehen, haben Sie uns ja mit Ihrem Antrag in der letzten Sitzungswoche klar und deutlich gezeigt. Sie setzen darauf, dass die Brüsseler CO2-Zertifikate Öl und Gas so teuer machen, dass sich die Menschen Öl und Gas praktisch gar nicht mehr leisten können. Ab 2027 gehen Experten davon aus, dass es zu einer Verzehnfachung des CO2-Preises auf bis zu 300 Euro pro Tonne kommen wird. Für einen Liter Diesel bedeutet es eine Preiserhöhung um fast einen Euro. Das verstehen Sie von der CDU also unter sozialverträglich. Das Einzige, was wirklich sozialverträglich ist und die Menschen vor Altersarmut und faktischer Enteignung schützt, ist, diese ganze Wärmewende auf dem Misthaufen der Geschichte zu entsorgen. Ich werde mir das Protokoll ansehen, um auch Zwischenrufe noch einmal zu überprüfen. Das Wort hat der Kollege Andreas Audretsch für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Debatten der vergangenen Tage und auch Wochen sind hart geführt worden. Und es gibt Momente, da sollte man auch im politischen Alltag auf Grundsätzliches zurückkommen. Das Erste ist, eine Vereinbarung in der Politik, aber auch ehrlich gesagt eine Vereinbarung, die man unter Menschen trifft, sollte etwas wert sein. Wir haben das Gebäudeenergiegesetz im Koalitionsvertrag vereinbart. Im Koalitionsausschuss wurde das Gesetz am 24. März 2022 unter der Leitung des Bundeskanzlers und unter Beteiligung von Ministerinnen, Ministern, Parteichefs, Fraktionschefs aller Ampelparteien bestätigt, auch von Christian Lindner, auch von Christian Dürr. Am 28. März 2023 wurde ebenfalls unter der Leitung des Bundeskanzlers und unter Beteiligung aller beschlossen, das Gesetz wird von der Bundesregierung im April im Kabinett auf den Weg gebracht, um es vor der Sommerpause im Bundestag zu beschließen.
Am 19. April 2023 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf verabschiedet. Und ja, es gab an der Stelle eine Protokollerklärung. Aber auch in der Protokollerklärung steht sehr, sehr klar, die Fraktionen des Deutschen Bundestages im Parlament werden im parlamentarischen Verfahren diesen Gesetzentwurf intensiv beraten und auch weitere notwendige Änderungen vornehmen. Zitat Ende. Genau darum geht es. Wir sind ein Parlament mit selbstbewussten Parlamentariern und Parlamentarierinnen. Das Gesetz muss beraten werden, muss hier beraten werden. Das ist das, da, wo es hingehört. Das ist Aufgabe von uns Parlamentariern. Lassen Sie uns die Blockade an der Stelle auflösen. Genau diese Beratungen müssen jetzt beginnen. Und selbstverständlich haben da alle möglichen unterschiedliche Positionen und Sichtweisen. Lassen Sie uns darüber reden. Lassen Sie uns über Fristen reden. Lassen Sie uns über Ausnahmen reden. Lassen Sie uns darüber reden, wie man Technologieoffenheit, die ja Grundlage dieses Gesetzes ist, noch deutlicher herausarbeitet, wenn das nötig ist. Lassen Sie uns darüber reden. Aber lassen Sie uns den Job machen, den wir hier im Parlament haben, und genau das anschauen. Das ist das, was jetzt ansteht und was wir tun sollten. Und ich sage Ihnen gerne, um einen Schritt inhaltlicher zu machen, das, was Sie nie tun, liebe Union, das, was wir für richtig erachten, das, was jetzt passieren sollte. Wir wollen, dass Menschen vor allem mit kleinen Einkommen Sicherheit bekommen und auch Unterstützung bekommen. Wir wollen als Grüne Bundestagsfraktion, dass die mit wenig Einkommen 80% der Investitionen refinanziert kriegen. Sie haben nicht einen Satz dazu, Sie haben noch nicht mal eine Idee dazu. Es gibt nichts von Ihnen, kein Konzept, gar nichts. Und Sie blasen hier die Backen auf, während Sie sich nicht darum scheren, was Menschen tatsächlich in diesem Land brauchen. Und gleichzeitig gilt Sicherheit und Verlässlichkeit auch für Handwerker, auch für Heizungsbauer, auch für Unternehmer, alle, die da draußen sind, die eigentlich wissen wollen, wie sie mitarbeiten können an der Zukunft, die Milliardeninvestitionen auf den Weg gebracht haben oder davor stehen, sich zu entscheiden. Von mir aus kriegt man da im Detail unterschiedliche Antworten, aber es gibt eine Antwort, die immer sehr, sehr klar ist. Wir brauchen Klarheit. Wir brauchen die Verantwortung der Abgeordneten, jetzt deutlich zu machen, wo es hingeht, weil sie investieren wollen, weil wir Zukunftstechnologien hochlaufen lassen wollen, weil wir sehen, dass wir in verdammter Konkurrenz stehen mit asiatischen Herstellern, mit chinesischen Herstellern, mit amerikanischen Herstellern, und wir dieser Zukunftsindustrie eine Zukunft in Deutschland geben müssen. Wir können uns nicht leisten, länger an Blockaden festzuhalten. Das ist das, was jetzt ansteht und was wir gemeinsam machen müssen. Und an der Stelle noch einmal zurück zu Ihnen, zur Union. Sie dürfen dagegen sein. Das ist Ihr Job als Union geschenkt. Machen Sie das. Aber ich habe mal geguckt auf Ihrer Homepage, auf Ihren Kampagnen-Homepages, wo Sie viel Geld für ausgeben. Ich habe in Ihren Flyern nachgeguckt. Die Suppe ist so dünn, sie könnte nicht dünner sein. Keine Vorschläge, nichts zum Thema sozialer Ausgleich. Und dann sagen Sie in meinem Halbsatz, ja, CO2-Preis. Es gibt keine einzige Antwort, was das bedeutet. Es gibt keine Antwort, wie hoch der Preis wäre. Es gibt keine Antwort, wie teuer dann Heizöl wäre. Es gibt keine Antwort darauf, wie teuer dann Gas wäre. Sagen Sie einmal, was Sache ist. Sagen Sie einmal, was die Menschen zumuten würden, wenn sie das machen, was Sie vorschlagen. Wir wollen einmal sehen, wo es hingeht. Wir wollen einmal ein Konzept sehen von der Union und nicht immer nur populistische Kampagne. Ich sage Ihnen was. Opposition entlarvt sich selber, wenn es offensichtlich nur noch darum geht, mit billiger Polemik Stimmung zu machen. Ihnen ist völlig egal, dass Sie keinerlei Konzepte haben, weil Sie Gefangene sind eines alten fossilen Denkens, einer alten fossilen Lobby mit einem einzigen Ziel, den Weg ins erneuerbare Zeitalter zu blockieren. Das ist das Einzige, was Sie vorhaben. Und das wird es nicht mehr geben. Das kann es nicht mehr geben. Und deswegen werden Sie mit dieser Haltung untergehen. Ich kann Ihnen versichern, wir gehen diesen Weg voran. Wir werden Ihre alten fossilen Ideen beenden, und wir werden aufbrechen in ein zukünftiges, erneuerbares Zeitalter mit Wohlstand für alle in Deutschland. Das Wort hat die Kollegin Amira Mohamed Ali für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, das Desaster um das Heizungsgesetz macht das ganze Unvermögen dieser Bundesregierung sichtbar. Sie haben Ihren Laden wirklich nicht im Griff. Erst gibt jemand einfach mal hinter dem Rücken von Minister Habeck die Pläne für sein Gesetzesvorhaben an die Presse raus,
Und seitdem streiten sie sich hier auf offener Bühne. Und das bei einem Vorhaben, das einschneidende Konsequenzen haben wird für das Leben von praktisch jedem Menschen in unserem Land. Ja, wir brauchen die Wärmewende, aber nicht auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger, nicht auf dem Rücken der klammen Kommunen, die jetzt schon nicht mehr ein noch auswissen. Und vor allem brauchen wir realistische Ziele, Ziele, die sozial verantwortbar sind und kein grünes Wünsch-dir-was aus der Wohlfühlblase. Sie sollten dieses vermurkte Gesetz komplett zurückziehen und erst mal Ihre Hausaufgaben machen. So sieht's aus. Wie kann es sein, dass diese Bundesregierung schon wieder einfach ein einschneidendes Gesetzesvorhaben raushaut und sich erst im Nachgang und erst nach massivem Widerstand der Bevölkerung überhaupt mal Gedanken darüber macht, welche Folgen diese Pläne für unser Land haben? Wie kann das sein? Ich meine, Bauministerin Geiwitz und ihre Partei der SPD, der fällt allen Ernstes erst jetzt auf, dass die Mehrkosten für die teureren Wärmepumpen und die notwendigen Umbauten der Mehrfamilienhäuser, dass das auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden wird, dass dadurch die Mieten massiv steigen. Ja, guten Morgen, das hätte Ihnen doch gleich auffallen müssen, das hätten Sie doch gleich verhindern sollen. Zum Beispiel, indem man endlich die Modernisierungsumlage abschafft. Nein, stattdessen lavieren Sie auch hier nur wieder herum. Es ist einfach beschämend. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht von 8 Milliarden Euro Zusatzkosten für die Kommunen. Wer soll das bezahlen? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Wärmewende nicht auf Kosten der Schulgebäude, der öffentlichen Bibliotheken oder Schwimmbäder wieder geht? Sie müssen die Kommunen mitnehmen und nicht in den Ruin treiben, Kolleginnen und Kollegen. Und wie stellen Sie sicher, dass Menschen nicht ihre Häuser verlieren, weil sie sich die Mehrkosten nicht leisten können? Ihre halbgaren Förderpläne reichen da bei weitem nicht aus. Selbst wenn man alle bislang in Rede stehenden Förderungen und Klimaboni gegenrechnet, bleibt eine Familie mit einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen auf Mehrkosten von 5.000 bis 20.000 Euro sitzen für den Einbau einer Wärmepumpe im Vergleich zur Gasheizung. Und die eventuell erheblichen Umbaukosten der Häuser sind noch nicht mal eingerechnet. Und ja, da rufen die Grünen schon dazwischen, Moment mal, da wollen wir doch nachbessern. Bei den Familien mit einem Jahreseinkommen von bis zu 20.000 Euro sollen wir doch 80% der Einbaukosten übernehmen. Ist das Ihr Ernst? Ich meine, die wenigen, die bei einem solchen Einkommen überhaupt ein Eigenheim haben, denen reichen die 80% doch nicht aus. Wie sollen die Menschen denn die Umbaukosten bezahlen? Das ist einfach unverantwortlich, was Sie hier vorschlagen. Und die ersten negativen Folgen Ihrer Pläne, die kann man jetzt schon bestaunen. Die Preise für Wärmepumpen, die gehen in die Höhe, weil nicht genug Wärmepumpen da sind, um so ein Vorhaben überhaupt umsetzen zu können in der von Ihnen vorgesehenen Frist. Ganz zu schweigen von den fehlenden Handwerkern. Wo ist da eigentlich Ihre Initiative für mehr Fachkräfte, die jetzt ausgebildet werden müssen? Das ist doch dringend nötig. Außerdem werden zurzeit so viele Gasheizungen eingebaut wie wohl noch nie, weil die, die sich leisten können, noch schnell ein neues Gerät anschaffen, weil sie in den nächsten Jahren nicht mit unkalkulierbaren Mehrkosten belastet werden wollen. Fakt ist, Sie beschleunigen nicht die Wärmewende, Sie beschleunigen Politikverdrossenheit. Und das ist hochgefährlich für unsere Demokratie. Mit diesem Murks spielen Sie den rechten Klimaleugnern direkt in die Hände. Und damit meine ich übrigens Sie alle miteinander, auch die FDP, die sich plötzlich als Retterin des kleinen Mannes inszeniert, nur um sich öffentlich gegen ihren Koalitionspartner besser inszenieren zu können. Wie unseriös geht es eigentlich? Und ja, dann ist da noch die SPD, deren Kanzler einfach alles laufen lässt, zwischendurch mal lapidar behauptet, man habe einfach alles im Griff. Nur you never walk alone, das glaubt Ihnen wirklich keiner mehr. Ja, und dann sind da noch die Grünen, die in blinder Mission jede Kritik an Habecks Plänen als Majestätsbeleidigung hinstellen und moralisch aufgeladene Abwehrdebatten führen. Wer sie kritisiert, ist angeblich nicht fortschrittlich, dem ist die Zukunft des Planeten, das Leben unserer Kinder egal und, und. Fast 80% der Menschen in Deutschland lehnen ihr Gesetzesvorhaben ab. Diese Menschen sind doch nicht alle rückwärtsgewandt oder Klimaleugner. Und die sind auch nicht alle irgendeiner Kampagne aufgesessen. Machen Sie mal die Augen auf, nehmen Sie die Sorgen ernst und machen Sie Ihre Arbeit. Ziehen Sie das Gesetz zurück und legen Sie uns hier einen abgestimmten, realistischen und sozial ausgewogenen Plan vor. Und jetzt noch ein letztes Wort zur Union, die ja heute diese Aktuelle Stunde einberufen hat. Nichts für Unmut, Kolleginnen und Kollegen. Die Wärmewende und der soziale Ausgleich hat Sie in all den vielen Jahren, in denen Sie regiert haben, überhaupt nicht interessiert. Und ich meine, Sie haben dieses Thema jetzt nicht entdeckt, weil Sie Ihre Meinung geändert haben, sondern weil Sie merken, dass Sie sich damit schön profilieren können. Das ist leider die Wahrheit. Dankeschön.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie am Mittwochnachmittag und gebe sofort das Wort an Dr. Lukas Köhler für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Spahn, ich freue mich, ich habe was gelernt. Das finde ich gut. Ich habe gelernt, dass die Union eigentlich ziemlich froh ist, in der Opposition zu sein. Die Union freut sich darüber, die Antwort auf diese Debatte nicht geben zu müssen. Weil warum ringen wir so denn darum, wie das mit den Heizungen in Deutschland weitergeht? Weil es notwendig ist, eine Antwort auf die Frage zu geben, was will ich, was muss ich als Bürger, als Bürgerin tun, um für den Klimaschutz vorbereitet zu sein? Was muss ich tun, weil die CO2-Preise steigen werden? Was muss ich tun, damit ich mir Heizung in Zukunft anständig leisten kann? Das ist eine der härtesten Debatten in Deutschland, die Sie führen können. Warum? Weil es jeden Menschen in diesem Land betrifft. Und das Einzige, was Sie hier gemacht haben, ist zu sagen, ja Mensch, es gibt ein Ringen in der Regierung darum, was die beste Lösung ist. Und das finden Sie problematisch. Das finde ich irgendwie traurig. Ich hätte mir erwartet, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, Mensch, Leute, das sind unsere Antworten. So soll die Welt aussehen. Sie sind doch in der Opposition. Sie können doch frei von der Leber weg sagen, was ist CDU-Meinung. Ich hätte das erwartet hier von Ihnen, weil das wäre seriöse Politik gewesen. Das finde ich eigentlich ziemlich traurig, was Sie gemacht haben. Es ist doch klar, es braucht eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Und es ist auch klar, so wie das aus der Regierung gekommen ist, wird das nicht durch dieses Parlament gehen. Es braucht eine Novellierung. Hier ist der richtige Ort, wo wir das diskutieren. Die Ampel ist die richtige Regierung, die das diskutieren kann, weil wir die Bandbreite innerhalb Deutschlands abbilden. Wir sagen ganz klar als Freie Demokraten, der Weg, den auch Ottmar Edenhofer gerade aufgezeigt hat, ist doch der richtige. Wir setzen auf eine starke, klare CO2-Bepreisung über den Emissionshandel, den wir möglichst vorziehen sollten. Und das ist auch richtig so. Aber das hat natürlich Konsequenzen, weil Sie einen Emissionshandel ja nicht alleine stehen lassen können. Das hätten Sie vor 20 Jahren machen können. Aber natürlich brauchen Sie jetzt Maßnahmen drumherum, die Sie bauen, damit der Preis die Leute nicht überfordert. Und deswegen ja. Wir werden dafür sorgen, dass dieses ein gutes Gesetz wird. Das wird so kommen. Meine Damen und Herren, das ist doch der klare Anspruch. Aber das heißt doch auch, dass wir jetzt darüber ringen müssen, weil es eben ein so breites, so großes Gesetz ist. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass es technologieoffen ist, dass die Leute selber entscheiden können. Aber wir können doch Technologieoffenheit nicht damit verwechseln, wie das gerne hier mal getan wird, zu sagen, ja, das heißt, die Leute müssen nichts machen. Klar ist doch, wir brauchen ein Förderkonzept. Wir brauchen eine klare Kopplung an die kommunale Wärmeplanung. Ich weiß, das ist der SPD sehr wichtig und es ist auch richtig so. Es ist richtig so, dass wir den Leuten sagen, wie sieht meine Heizung, die Heizungsmöglichkeit bei mir in der Zukunft aus. Und das ist doch völlig richtig, dafür zu sorgen, dass das so ist. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge kleiner ordnungsrechtlicher Details in diesem Gesetz. Und meiner Meinung nach können die alle raus. Ist doch ganz klar, dass wir nicht ins Mikromanagement gehen müssen bei den Leuten zu Hause. Ist doch ganz klar, dass die Menschen Sorgen davor haben, dass wir in deren Eigentum eingreifen. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass es ein Gesetz ist, das die Leute mitnimmt, dass Klimaschutz die Leute mitnimmt. Aber der falsche Weg ist doch, diese Debatte nicht zu führen. Der falsche Weg ist doch, das, was Sie in den letzten 4 Jahren vor dieser Regierung gemacht haben, den Kopf in den Sand zu stecken und Angst davor zu haben, so eine Debatte auszuhalten. Es ist richtig, dass wir diese Debatte führen. Und es ist auch gut so. Und ja, natürlich, ich weiß, das sorgt für Nervosität. Auch in der Ampel, auch bei solchen Worten wie Wortbrüchigkeit und solchen Geschichten. Klar sorgt das für Nervosität. Verstehe ich. Das ist ein hartes Gesetz, das tut auch mal weh. Aber wichtiger ist doch, als ein schnelles Gesetz zu machen, ein gutes Gesetz zu machen. Weil das ist das, was die Menschen von uns erwarten. Die Menschen erwarten von uns, dass wir dafür sorgen, am Ende des Tages die Antworten, die wir gerade benannt haben, jetzt das umzusetzen. Und klar ist doch, dass so ein Gesetz jede Menge Fragen aufwirft. Klar ist aber auch, wir sehen, was auf europäischer Ebene passiert. Und da hätte ich mir jetzt auch noch mal eine Antwort von Ihnen, Herr Spahn, erwartet, wie Sie Ursula von der Leyen davon überzeugen wollen, dass das, was die Kommission da gerade vorschlägt, mit 2027 Gasheizungsverbot, mit dem Dämmen von Gebäuden, die sich in Deutschland schon keiner mehr leisten kann, dass sie da mal ein Machtwort spricht und sagt, nee, Leute, so geht das auf europäischer Ebene nicht. Da hätte ich mir mal erwartet, dass da mal ein paar Antworten kommen. Ist doch ein Trauerspiel, was da gerade passiert. Sie stellen sich hier hin und halten große Reden und dann haben sie ihre Leute nicht im Griff. Na, das ist ein Trauerspiel. Da würde ich sagen, auf europäischer Ebene wird da mal ein paar Hausaufgaben zu machen, liebe Union. Am Ende des Tages
werden wir ein gutes Gesetz beschließen. Das ist noch nicht so, das ist noch kein gutes Gesetz aus unserer Sicht. Das heißt, wir ringen darum noch. Aber das ist das Normalste der Welt, dass wir das im parlamentarischen Verfahren machen. Und ich glaube auch, es tut uns gut, diese Debatte hier zu führen, weil es ist ein Redeparlament und die Debatte beschäftigt nicht nur uns hier, sondern es beschäftigt auch die Menschen in Deutschland. Und deswegen vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Andreas Jung für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Dr. Köhler, mit Verlaub, das Trauerspiel, das ist der Dauerstreit in der Ampelregierung über das Heizungsgesetz. Das ist das, was Sie hier aufführen seit Monaten. Das ist das, was zu Verunsicherung führt bei den Menschen. Sie stellen immer neue Pflichten in den Raum. Sie beantworten nicht die Frage, wie findet der soziale Ausgleich statt? Wie geht es mit den Förderungen weiter? Was kommt auf die Menschen zu? Und statt hier eine Antwort zu geben, statt ein Gesetz vorzulegen, über das man debattieren kann, stattdessen haben Sie es gerade, Ihre Fraktion ja nach Monaten jetzt abgesagt. Sie haben dafür gesorgt, dass das Parlament eben nicht über ein Gesetz diskutieren kann. Mir ist egal, ob Sie sind oder Sie sind oder ob Sie sind. Die Ampel insgesamt hat nichts vorgelegt. Und das unterscheidet uns von Ihnen. Wir haben vor Monaten unsere Vorschläge hier vorgelegt, mit einem Antrag eingebracht für eine Wärmewende, technologieoffen und sozial verträglich, mit dem Grundsatz fördern und fordern statt verbieten und verordnen, wie es bei Ihnen ist. Unsere Vorschläge eingebracht. Wir haben dazu Anhörungen durchgeführt. Wir haben es zur Abstimmung gebracht. Sie haben es abgelehnt. Ist Ihr Recht als Mehrheit. Aber warum sagen Sie Ihre eigenen Dinge ab? Warum müssen wir die Sachverständigen wieder ausladen, die Sie am Freitagmorgen anhören mussten? Das ist Ampelversagen. Und ich sage Ihnen, weil Sie sagen, das ist ein völlig normaler parlamentarischer Vorgang. Wo ist denn der parlamentarische Vorgang? Der ist hier, weil wir eine Aktuelle Stunde beantragt haben. Aber Sie haben doch gar kein Gesetz. Das ist nicht das Ströcksche Gesetz. Das ist der Offenbarungseid, die Bankrotterklärung der Ampel in der Klimapolitik. Und wenn Matthias Mirsch für die SPD sich über eine Kampagne beklagt, dann frage ich, wer ist denn da gemeint? Ist es die SPD-Kollegin Limbacher, die erklärt, Habecks Heizgesetz verbreitet Angst bei den Menschen im Saarland? Ist gemeint die Ministerpräsidentin Rehlinger, die sagt, statt diesen vielfachen Umstellungen sollte man doch besser mal die Kommunen unterstützen? Wer ist denn da gemeint? Ist es der Ministerpräsident Woidke, der sagt, es gibt keine Antworten auf die soziale Frage, es sei so viel ungeklärt, dass man es um 3 Jahre verschieben müsste? Was ist da gemeint? Und dann fällt mir ein, Olaf Scholz war hier bei der Regierungsbefragung nach 30 Stunden Koalitionsausschuss. Und wir haben ihn gefragt, warum steht da so wenig drin zu dem Heizungsgesetz? Und ich erinnere mich gut an die Antwort. Die Antwort war, weil da sind wir uns total einig. Mehr mussten wir nicht reinschreiben. Und er sagt jetzt, es braucht noch ein paar kosmetische Korrekturen. Man fragt sich, in welcher Welt lebt dieser Bundeskanzler? Er hört die eigenen Forderungen aus seiner eigenen Fraktion, nicht die ja grundsätzliche Dinge in diesem Gesetz in Frage stellen, nicht kosmetische Korrekturen, grundsätzliche Fragen werden dort gestellt. Und deshalb ist schon die Erwartung an den Bundeskanzler. Er hat sich plakatieren lassen als Klimakanzler. Hier geht es um eine wichtige klimapolitische Weichenstellung. Wo ist dieser Klimakanzler? Wir haben ihn hier im Parlament, in der Bundesregierung nicht gesehen, seit er sein Amt angetreten hat. Es ist seine Aufgabe, hier mit Koordinierung und Führung zu einem Ergebnis zu kommen, weil wir Klarheit brauchen, weil die Menschen Klarheit brauchen. Und ich will Ihnen sagen, was unsere Linie dabei ist. Ich will Ihnen auch sagen, was wir beschlossen haben. Wir haben übrigens von 1990 bis 2021 45% CO2 bei den Gebäuden eingespart. Und wir haben mit dem Klimapaket 2019 gesagt, wir müssen es beschleunigen. Und wir haben vorangebracht, wir haben mit dem Klimapaket gesagt, man muss es beschleunigen. Wir haben im Vermittlungsausschuss dafür Weichen gestellt. Wir haben die CO2-Bepreisung eingeführt, moderater Einstieg und Schritt für Schritt Aufwuchs. Matthias Mirsch, wir haben es gemeinsam beschlossen. Man kann nachlesen, wie es steigt. Die Ampel hat es im letzten Jahr ausgesetzt. Aber das ist der schrittweise Aufwuchs. Und das ist der Gegenteil zwischen dem, was mit diesem Weg, den wir vorgeschlagen haben, was uns von der Ampel unterscheidet. Hier weiß man genau, moderater Einstieg, es wird Jahr für Jahr teurer. Die Botschaft war eben nicht, es kann alles so bleiben, wie es ist, sondern die Botschaft,
Die Botschaft ist, die Fossilen werden Schritt für Schritt teurer. Aber jeder kann sich darauf einstellen. Wir haben es mit einer Förderung verbunden. Wer in eine neue Heizung investiert, wer sich für eine Ökoheizung entscheidet, der bekommt eine Förderung. Was hat die Ampel bisher gemacht? Die Förderung gekürzt. Bei uns gab es 50%, 50%, es gibt für die Wärmepumpe 40%. Es soll jetzt nach Habeck und Geiwitz 30% geben. Das ist eher eine neue Kürzung statt eine zusätzliche Förderung. Damit schafft man Verunsicherung. Und weil die Grünen so rufen, schauen Sie mal, was der Ministerpräsident Kretschmann gestern gesagt hat. Der sagte, man kann von den Menschen nichts verlangen, was sie nicht machen können. Ein wahrer Satz. Und der wirft ein Schlaglicht darauf, dass dieses Gesetz eben nicht technologieoffen ist. Sie schreiben alle Optionen, kommen Sie bitte zum Schluss. Sie schreiben alle Optionen rein. Wärmenetze, Heizen mit Holz, Biomethan, Wasserstoff. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Komme ich zu dem Schluss, dass das, was Ministerpräsident Kretschmann einfach in diesem Gesetz nicht drinsteht, deshalb muss grundlegend geändert werden. Nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Verena Huberts. Herr Merz, Sie können auch gerne reden, haben Sie ja nicht. Von daher fange ich dann jetzt mal an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern haben wir ein Jubiläum gefeiert. 160 Jahre SPD. Viele große Politikerinnen und Politiker, viele historische Errungenschaften. Einer der prägenden Persönlichkeiten unserer Partei war Kurt Schumacher. Und der hat einmal was sehr Schlaues gesagt. Das Wesen der Opposition ist der permanente Versuch, an konkreten Tatbeständen, mit konkreten Vorschlägen der Regierung den positiven Gestaltungswillen der Opposition aufzuzwingen. Das war seine Antwort im September 1949 auf die erste Regierungserklärung von Konrad Adenauer. Was man so früh verstanden hat, daran sollten Sie sich mal ein Beispiel nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Wo ist denn Ihr positiver Gestaltungswille und wo sind denn bitte Ihre Ideen? Ich kenne keine hier in diesem Haus. Statt konstruktiver Vorschläge gießen Sie Öl ins Feuer. Sie machen hier irgendwelche perfiden Unterschriftskampagnen. So geht keine konstruktive Mitarbeit. Denn es ist doch keine Option, nichts zu tun, nicht zu handeln. Eine aktuelle Studie sagt, 900 Milliarden Euro sind die Kosten, wenn wir jetzt nicht beim Klimawandel handeln, allein in Deutschland, allein über die nächsten Jahrzehnte. Wir verspielen Vielfalt, wir verspielen starke wirtschaftliche Leistung und vor allen Dingen haben wir das Problem von Hitze, Starkregen und anderen Ereignissen. Also, wir müssen handeln, wir wollen 2045 klimaneutral sein und deswegen haben wir jetzt keine Zeit mehr für Verweigerungen und es ist Zeit für große Lösungen. Und das überfordert Sie ja anscheinend. Und ja, es stimmt, der Weg, der ist ruckelig in die Transformation. Und deswegen bauen wir auch ein Gerüst, damit keiner runterfällt. Und das ist das Gebäudeenergiegesetz. Und uns als SPD sind in diesem Verfahren drei Punkte ganz wichtig. Erstens, Finanzierbarkeit. Wir wollen, dass niemand überfördert wird. Zweitens, wir sind eine Mieterin- und Mieternation. Wir wollen die Mieterinnen und Mieter in diesem Land schützen. Und ja, liebe Linke, da können Sie uns dann auch dran messen, dass wir die Modernisierungsumlage nicht einfach nur überwälzen und die Menschen aus ihren Wohnungen raussanieren. Das wird nicht passieren. Und ein dritter Punkt, da bin ich dem Kollegen Köhler dankbar. Du hast auf die kommunale Wärmeplanung, wir sind ja jetzt hier unter uns mit ein paar Gästen und auch im Hohen Hause, darauf hingewiesen, dass wir eine kommunale Wärmeplanung als zweites Gesetz im Petto haben. Aber was bedeutet das denn? Das eine ist die individuelle Lösung. Und wir wollen ja gar nicht, dass sich jetzt jeder eine Wärmepumpe kauft, baut und macht, sondern wir sagen, es muss ja eben auch eine staatliche Daseinsvorsorge geben, indem wir
die Abwärme nutzen, indem wir die Fernwärme nutzen, indem wir Quartiere vernetzen, Biogas und all das, was es jetzt braucht in dieser historischen Transformation, damit uns eben diese Wärmewende gelingt. Und jetzt kann man ja bei Kampagnen der Union immer schöne neue Worte auch lernen. Ich habe jetzt gelesen, das ist jetzt Habecks neuer Heizhammer. Also ich finde den eigentlich ganz gut, die kommunale Wärmeplanung. Und außerdem ist auch da Clara Geiwitz mit dran beteiligt. Aber mein Gott, was soll's in diesen Zeiten? Lieber Kampagne, lieber Worte. Wir arbeiten an Lösungen für dieses Land. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Und es ist schon ein bisschen verwunderlich, liebe Union, dass Sie jetzt viel von sozialer Kälte sprechen. Ich sage Ihnen mal, was soziale Kälte ist. Nichts tun ist soziale Kälte, denn dann kommt der CO2-Preis, dann werden sich die Leute das irgendwann nicht mehr leisten können. Und Sie haben doch vor 22 Jahren mitbeschlossen, dass hier Heizungen klimaneutral, dass Heizungen in 22 Jahren klimaneutral sein müssen. Und Sie kennen auch die Prognosen, was das alles bedeutet. Und deswegen sage ich, hören Sie doch mal bitte auf, die Bevölkerung zu verunsichern, sondern machen Sie doch jetzt einfach mal mit, denn wir sorgen dafür, dass wir hier ein Gesetz verabschieden, wann das dann und wie das dann, mit welchen Fristen in Kraft tritt. Das machen wir hier gemeinsam im parlamentarischen Verfahren. Und da sind wir auch schon dran, in guten Gesprächen, in guten Verhandlungen. Und die Menschen in diesem Land können sich auf diese Regierung, auf diese Ampelkoalition verlassen. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen erhält das Wort Bernhard Herrmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Sie verunsichern. Und Sie trauen sich eins den Menschen nicht zu sagen, die einfache mathematische Aufgabe 2045 bis minus 2024 sind 21 Jahre. Sagen Sie den Menschen, jede Gasheizung wird nicht älter als 21 Jahre, oder Sie lügen bezüglich des Klimaschutzes 2045. Seien Sie so ehrlich. Liebe Kolleginnen der Union, die Sie diese Aktuelle Stunde verlangt haben, das ist Ihr gutes Recht, abgesehen davon, dass Sie selbst lange Regierungszeit gehabt hätten, die Wärmewende auf den Weg zu bringen, konnte es Ihnen erst gar nicht schnell genug gehen. Jetzt wollen Sie wieder ganz von vorn anfangen. Morgen beklagen Sie wahrscheinlich wieder, es würde alles zu lange dauern. Dieses Rumgeeiere verunsichert ebenso wie Ihre neuesten unsäglichen Stasi-Vergleiche in dieser Sache. Aber das beabsichtigen Sie vielleicht, Verunsicherung. Sollte es Ihnen entgangen sein, wir führen parallel Berichterstattergespräche, wir verhandeln das Energieeffizienzgesetz, wir bereiten die kommunale Wärmeplanung vor und wir bereiten nicht zuletzt das Klimaschutzgesetz vor. Glauben Sie mir, das tun wir nicht erst, seitdem Sie immer und immer wieder mit Anträgen und Aktuellen Stunden zum Heizungsgesetz kommen. Sie, Herr Spahn, haben mir in der Debatte letztens vorgeworfen, ich würde den Klimaschutz zur Glaubensfrage machen, statt vernünftig diese anzugehen und mich gegen den bösen Rest der Welt einigeln. Ich weiß nicht, wie Sie sich das mit dem Einigeln vorstellen. Aber ich für meinen Teil, und ich weiß, dass es meinen Kolleginnen und Kollegen ähnlich geht, werde jeden Tag von Bürgerinnen, von Unternehmen, von Verbänden, von Stadtwerken mit den Fragen zur Wärmewende konfrontiert. Und, das sage ich Ihnen mit aller Klarheit, deutlich, deutlich konstruktiver, als Sie das hier tun. Daher stelle ich mich diesen sehr gern. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass das Gebäudeenergiegesetz dieses Haus schon längst passiert hätte und wir in diesem Sinne echte Planungssicherheit geschaffen hätten. Danach, vor allem, werde ich nämlich immer wieder gefragt. Klarheit, das interessiert vor allem. Wie es dazu steht, das ehrlich zu sagen, da gerade nur auf den immer noch laufenden Prozess verweisen zu müssen, ist natürlich ernüchternd. Umso wichtiger ist es daher, konstruktives Herangehen statt geschürter Verunsicherung, Verlässlichkeit statt Nichteinhaltung getroffener Vereinbarungen. Das muss uns jetzt hier im Haus alle leiten. Derweil machen wir Grünen, was Parlamentarier tun sollten, die Anmerkung der Bürgerinnen, Verbände, Unternehmen aufzunehmen, ernst zu nehmen und in die Verbesserung der Gesetzgebung einfließen lassen. Ich habe aber noch mal einen Blick in Ihre Forderung geworfen. Sie wollten fordern und fördern, beides aber nicht konsequent. Da ist kein Mut. Man könnte auch sagen, nicht die Ehrlichkeit. Nicht das Rückgrat, kenne ich aus Sachsen,
von Ihrer CDU, den Bürgerinnen zuzutrauen, die Herausforderung auch meistern zu können und ihre Wohnung tatsächlich nachhaltig auszurüsten. Aber wo wir bei Glaubensfragen waren, Sie kennen wahrscheinlich als Union, als christlich-demokratische Union, das biblische Gleichnis von den Talenten. Ein kleiner Tipp, das Silber zu vergraben und aus Angst, etwas falsch zu machen, nichts damit anzufangen, war nie eine hilfreiche Option. Fördern, um zu befähigen, Menschen mit ihrem Willen ernst zu nehmen, die ja zur Veränderung beitragen wollen, das sagen die alle, im Unterschied zu Ihnen, die sie verunsichern wollen, auch etwas zu fordern, das ist ein für alle emanzipatorischer Umgang. Und das stärkt auch und nimmt den Bürgerwillen ernst, die wissen, dass was zu tun ist. Damit wären wir bei einer zweiten zentralen Forderung der Planungssicherheit. Denn die hatten wir, muss man zugeben, unter Ihrer Regierung in gewisser Weise durchaus, leider aber meist nur unter dem Motto, wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Und das in einer sich verändernden Welt, das kann nicht gut gehen. Oder nur, bis die Folgen der Klimakatastrophe, Stichworte Ahrtal, Elbe-Hochwasser, Baumsterben, mal wieder mit voller Wucht zuschlagen. Oder Autokraten, von denen Sie uns unabhängig und von denen Sie uns abhängig gemacht haben, auf die Idee kommen, Kriege anzuzetteln oder aus welchen Gründen auch immer Lieferungen fossiler Rohstoffe einstellen. Machen wir uns und den Menschen hier doch nichts vor. Heizen mit Fossilen könnte binnen kurzer Zeit wieder absurd und für viele nicht leistbar teuer werden. Das müssen wir unbedingt verhindern, indem wir konzentriert, geordnet und für alle leistbar auf erneuerbares Heizen umstellen. Die Wärmewende ist ebenso eine soziale Frage wie eine des Klimaschutzes. Wir haben so viel gutes Potenzial in der Industrie, der Innovationskraft der Ingenieure, der Handwerkerschaft. Und auch wenn es im gerade erwähnten biblischen Gleichnis um Verwalten ging, was auch eher der Ansatz Ihrer Regierungsperioden war, dann geht es uns doch ums Gestalten, denn das ist jetzt nötig. Die Wählerinnen und Wähler erwarten Gestaltung von uns und ja auch von Ihnen, falls Sie noch als konstruktive Opposition überhaupt auftreten wollen. Definieren Sie doch mal, was Sie mit Technologieoffenheit in Ihrem Sinne meinen. Reden wir darüber, was meinen Sie damit? Und mein letzter Punkt im Sinne auch Ihrer WählerInnen. Vielleicht finden Sie ja auch eines Tages zu konstruktivem Vorgehen als Opposition, so wie auch meine Handwerker vor Ort mehr und mehr es tun. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist Christoph Meyer für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, uns eint in dieser Koalition das Ziel Klimaneutralität 2045. Wir werden diesen Weg in allen relevanten Bereichen zusammengehen und gestalten. Und das trifft auch auf die Wärmewende zu. Da nennen Sie es Heizungswende, die Reduzierung des CO2-Bedarfs im Gebäudebestand. Und bei all den Aufgeregtheiten, die wir in den letzten Wochen hatten, glaube ich, dazu gehört dann auch das ein oder andere, was Wortbruch angeht und andere Formulierungen, da sollten wir uns alle ein wenig beruhigen. Wir werden hier im Parlament ein gutes Gesetz zusammen diskutieren und beschließen. Und wenn die Debatte hier von der Union geführt wird und wir darüber reden, dass wir hier mit unterschiedlichen Positionen im Parlament dieses Gesetz verbessern werden, und wenn hier die Aufregung kommt, dann frage ich mich doch, welche Selbstverzwerbung haben Sie als Parlamentarier in den letzten Jahren eigentlich durchlitten? Wir sind das Parlament, wir sind die erste Kraft im Staate und wir werden entsprechende Korrekturen vornehmen. Wir werden einen Kompromiss finden, meine Damen und Herren. Und zu den Prämissen, der Kollege Köhler hat schon einiges gesagt. Der Rechnungshof hat vor 3 Jahren formuliert, dass die Umsetzung der Energiewende in Deutschland der teuerste und ineffizienteste Weg ist, den man hier bestreiten kann. Und das darf uns bei diesem Gesetz nicht noch einmal passieren. Und wenn der Rechnungshof das vor 3 Jahren feststellt, dann ist das auch genau das Armutszeugnis für Kollegen wie Sie, Herr Jung, die das maßgeblich mitgestaltet haben. Der Rechnungshof hat gesagt, dass in den letzten 16 Jahren Sie den Weg der Energiewende falsch beschritten haben. Und wir werden diesen Fehler hier nicht noch einmal machen beim Gebäudeenergiegesetz. Klimaneutralität bedarf breiter Akzeptanz, und da muss man die Problemlagen auch offen diskutieren, und das tun wir. Die Wärmewende muss wirtschaftlich umsetzbar sein, und zwar für den Einzelnen, das haben wir schon gehört, aber auch für den Staat insgesamt. Und es muss klar sein, das sage ich als Haushälter, dass der Staat nicht alle Kosten übernehmen kann.
Die Anforderungen an dem Gesetz oder an das Gesetz sind auch daran zu messen. Wir haben vereinbart, dass die Finanzierung über den KTF läuft. Und wir müssen uns, und deswegen ist es wichtig, dass wir die Fördersystematik parallel zur Beratung dieses Gesetzes hinbekommen, darüber im Klaren sein, dass mehr Geld nicht da sein wird. Und wir können es uns an diesem zentralen Thema nicht erlauben, dass nach einem halben Jahr gegebenenfalls der KTF leer ist und dann heißt, wir müssen irgendwo anders mehr Geld herbekommen, was wir nicht schaffen. Deswegen gilt auch hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und wir sollten auch nicht den Versuch nehmen, einzelne Gruppen in der Bevölkerung hier mit einer Art Sonderopfer heranzuziehen. Stichwort Vermieter. Die Klimapolitik und die Anforderungen betreffen alle Gruppen in der Gesellschaft. Und deswegen müssen auch alle Gruppen einen Beitrag leisten. Wir können nicht einzelne Gruppen gegeneinander ausspielen. Härtefälle müssen natürlich entsprechend geschützt werden. Aber wir können nicht die Debatte führen, guter Mieter, böser Vermieter. Gleiche Regeln für alle. Und das gilt auch für öffentliche Gebäude. Es darf keine Privilegierung des Staates oder von Krankenhäusern oder sozialen Einrichtungen geben gegenüber den Menschen. Und wir müssen das GEG zusammendenken mit der kommunalen Wärmeplanung. Auch das haben wir schon gehört. Und wenn man diese Punkte zusammenzieht, dann wird sehr deutlich, dass wir andere Vorstellungen haben, wie wir zum Thema oder wie wir zum Ziel der Klimaneutralität kommen. Uns eint das Ziel. Aber über den Weg streiten wir, und dies werden wir jetzt in aller Ruhe mit der notwendigen Zeit, die wir brauchen, zusammenführen. Und am Ende werden wir dann ein gutes Gesetz haben, meine Damen und Herren. Ich hatte gehofft, dass Herr Jung zumindest was Substanzielles sagt nach Herrn Spahn. Aber am Ende war es genau so wie die letzten 16 Jahre unionsgeführte Bundesregierung. Wieder kein Inhalt. Wieder nichts, auf das man sich einer Debatte einlassen kann. Und deswegen ist es so ein bisschen so wie bei all den anderen Themen, die Sie ja auch aufgeführt haben, Herr Spahn und teilweise auch Herr Jung. Sie schlagen sich in die Büsche. Sie wollen die Verantwortung für die Fehler in der Gesellschaft hier in Deutschland in den letzten Jahren, die Sie in der Bundesregierung maßgeblich mitgestaltet haben, nicht übernehmen. Das ist Ihr legitimes Recht als Opposition, aber es ist das legitime Recht von uns, dass wir darauf nicht eingehen. Wir werden ein gutes Gesetz machen, und dieses Gesetz wird am Ende die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes weiterbringen. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen, die sicherlich bald beginnen werden. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält das Wort Michael Kiesling. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Hartmann, sehr geehrte Frau Huberts, die Einzigen, die für Verunsicherung beitragen, sind Sie mit Ihrem Rumgeeiere mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren. Sie sprechen heute, dass dieses Gesetz beraten werden soll im Parlament. Warum bringen Sie es nicht ein? Warum wurde es diese Woche nicht aufgesetzt? Ist es so gut? Ist es so schlecht? Haben Sie mit einem Oppositionspartner in der Koalition gesprochen, mit der FDP? Warum kommen Sie nicht zum Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren? Sie verunsichern die Eigentümer, Sie verunsichern die Mieter, Sie verunsichern auch die Wirtschaft, die Bauwirtschaft. Sie haben Gesetz, wo Sie fordern, wo Sie Anforderungen stellen, wo Strafen festgelegt sind. Sie haben aber keine Antwort darauf, wie das Ganze finanziert werden soll, wie das Ganze gefördert werden soll. Und da reden Sie von sozialer Ausgeglichenheit, dass man soziale berücksichtigen soll, meine Damen und Herren. Das kommt in diesem Gesetz viel zu kurz. Dieses Lippenbekenntnis von Herrn Finanzminister, dem Gesetz erst zuzustimmen im Kabinett, zu sagen, das Parlament soll es richten. Ja, dann bringen Sie es doch ins Parlament, dass man es richten kann. Warum kommt es nicht? Wenn man die Kritik hört, Frau Huber, Sie haben gesagt, wir haben keine Vorschläge gebracht. Haben Sie unsere Vorschläge nicht gesehen? Haben Sie den Antrag nicht gelesen? Haben Sie das Habeck-Syndrom? Gehen Sie nicht auf die Kritik ein? Hören Sie keine Kritik? Hören Sie keine Vorschläge? Meine Damen und Herren, das ist doch der Punkt. Wir sind bei den Menschen. Wir wissen, was fortgesprochen wird. Sie wollen Gasheizungen verbieten. Habeck baut Gaskraftwerke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie verbieten Holzheizungen. Waren Sie schon mal im ländlichen Raum, wo jeder seinen Wald hat,
wo jeder das Holz nutzen will, das Abfallholz nutzen will. Warum soll das nicht thermisch verwertet werden? Sind doch nachwachsende Rohstoffe. Da sage ich, liebe Ampel, Sie springen viel zu kurz. Die Kritik liegt auf der Hand. Die FDP sagt sie auch. Technologieoffenheit. Wo ist denn die Technologieoffenheit? Sie reden von Wärmepumpen. Sie reden nicht von nachwachsenden Rohstoffen. Ich habe es gesagt, Holz schließen Sie aus. Denken wir an die Wärmepumpe. Wenn Sie an Wärmepumpe denken, müssen Sie auch erneuerbare Energien denken. Wenn Sie Wärmepumpen haben, müssten Sie eigentlich die Photovoltaikpflicht auf den Dächern auch herbeiführen. Weil ohne Wärmepumpe, ohne Photovoltaik, Sie brauchen Strom. 50% des Stroms ist fossil momentan. Das heißt, auch die Wärmepumpe wird in Zukunft teurer, wenn der fossile Anteil entsprechend teurer wird. Das sagen Sie den Menschen nicht. Sie setzen auf Wärmepumpen, Sie setzen nicht auf Technologieoffenheit. Bessern Sie das Gesetz nach und bringen Sie es endlich auch mal ein. Zweitens, unser Ansatz ist Fördern und Fordern. Das haben wir in der letzten Regierung mit der SPD auf den Weg gebracht. Was machen Sie? Sie sagen, Sie fordern, aber fördern nicht. Sie verordnen, Sie verbieten. Im Gesetz stehen die Strafen fest. Wie es unterstützt werden soll, wie es umgesetzt werden soll, berücksichtigen Sie gar nicht. Sie müssen auch gemeinsam denken. Sie müssen die Wärmeerzeugung denken im Gebäude und die Wärmedämmung. Auch das kommt zu kurz. Wer soll sich denn das leisten? Und da reden Sie, dass wir die Menschen verunsichern. Die Menschen können rechnen draußen. Wenn Sie sagen, ich muss die Heizung tauschen und ich muss mein Gebäude noch dämmen, dass die neue Heizung funktioniert, dann kann das jeder draußen nachvollziehen, was das letztendlich kostet. Die Ampel macht die Menschen arm, meine Damen und Herren. Und drittens, Planbarkeit. Machen Sie realistische Fristen. Machen Sie Anforderungen, die auch erfüllbar sind. Wenn ich lese, KfW 55 Standard für den Bestand, haben Sie schon mal den Baukulturbericht gelesen? Da steht drin KfW 85. Wer soll sich denn das leisten? Sollen wir den Altbestand abreißen, neu bauen? Wo sind wir dann beim CO2? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Herr Hartmann, Sie müssen es doch wissen. Die meisten Gebäude sind im Bestand, die saniert werden müssen. Und Sie wissen auch, dass die Heizungen dort getauscht werden müssen. Sie wissen auch, dass wir hohen Sanierungsbedarf haben. Bei 16 Millionen Einfamilienhäusern, 9 Millionen Häuser sind vor der ersten Energieverordnung gebaut worden. Da wissen wir, dass es nicht einfach ist, eine Wärmepumpe einzubauen. Das kostet Geld, meine sehr geehrten Damen und Herren. Letztendlich, sehr geehrte Damen und Herren, dieses Gesetz ist Murks. Machen Sie es neu, bringen Sie das neue Gesetz, dann können wir darüber reden. Herzlichen Dank. Das letzte Wort in dieser Debatte erhält Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wäre aus den Reihen der CSU etwas vorsichtig, von 50% Anteil fossiler Energie im Stromsektor zu sprechen, weil wir müssen uns natürlich dann schnell fragen, warum sind wir bei noch 50% gegenüber den 50% Erneuerbaren? Diese 50% fossile Anteile liegen insbesondere an der Verhinderungspolitik, die mit Schwerpunkt in Bayern zu verorten ist. Schwerpunkt in Bayern. 10H, Abstandsregelung und dergleichen. Sie wissen, dass das Element der Verhinderungspolitik der letzten Jahre ist. Und leider haben Sie das natürlich auch weiterhin nicht aufgelöst, auch wenn Sie das manchmal glauben machen wollen. Wir haben mit unserem Programm zur Wärmeplanung, wir haben es ja heute gehört, es ist greifbar nah, dass wir es auch dann parlamentarisch beraten. Und es wird auch die parlamentarische Beratung natürlich dann zügig durchzuführen sein. Das ist uns allen klar, weil wir schnell Rechtssicherheit, Klarheit brauchen. Die Menschen sind maximal verunsichert durch solche Aktionen wie die Ihre heute wieder. Und deswegen müssen wir natürlich, und da ist uns allen dran gelegen, schnell ein Gesetz bekommen, was klar aufzeigt, wie der Pfad der Wärmeplanung sein wird, der Wärmewende sein wird, und natürlich dabei die Verzahnung der kommunalen Wärmeplanung mit im Blick behalten. Deswegen ist es uns auch wichtig aus der SPD-Fraktion, dass das miteinander gedacht wird, dass der Mieterschutz enthalten ist. Es wurde schon erwähnt von meiner Frau Kollegin Verena Huberts, dass wir natürlich darauf achten werden, dass in der Systematik des Gesetzes die
Steigerungen, die Kostensteigerungen abgefangen werden, dass sie nicht bei den Mieterinnen und Mietern landen und dass es natürlich ein Element geben wird, dass die Förderungen, die wir implementieren, dass die auch genutzt werden, weil das ist leider heute auch schon so, dass viele Förderungen ungenutzt sind. Wir müssen auch da den gordischen Knoten durchschlagen, dass die Förderungen, die wir auf den Weg bringen, dass die wirklich auch genutzt werden. Wir brauchen ein Ermöglichungsgesetz. Darum muss es gehen. Und in dieser Konsequenz muss es natürlich auch um eine bessere soziale Staffelung gehen. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die in der Situation sind, dass sie nicht gefördert werden müssen in den Maßnahmen. Und es gibt aber sehr viele, die dringend Förderung brauchen, wenn wir die Wärmewende umsetzen wollen. Deswegen ist diese Staffelung wichtig. Und in der Tat ist es auch wichtig, das ist auch schon erwähnt worden, dass wir schauen, diese ganze Ermöglichung muss ja auch eine wirtschaftliche, eine technologische Komponente haben. Die Menschen, die daran arbeiten, die brauchen auch Rechtssicherheit. Wir brauchen die Firmenansiedlung, wir brauchen die Fachkräfte. Das alles braucht das Signal des Gesetzgebers. Deswegen ist es uns wichtig, dass das schnell kommt und dass wir schnell mit Technologieoffenheit, mit allen erneuerbaren Energien, die wir brauchen, diese Regelungen bekommen. Aber ich möchte jetzt noch mal zurückkommen auf das, was hier an Anschuldigungen auch im Raum stand. Weil ich bin auch der Meinung, dass es nicht besonders verantwortlich ist, wenn in diesen Zeiten, in denen es wirklich spitz auf Knopf darum steht, ob wir noch die Klimaschutzziele erreichen können und der Wärmebereich ein ganz großer Bereich da ist, wenn hier ständig der Eindruck erweckt wird, dass das alles nicht funktioniere, dass hier verhindert würde, dabei liegt es mit an Ihnen, maßgeblich an Ihnen, dass wir noch nicht weiter sind, weil über viele Jahre immer wieder blockiert wurde. Und es ist ja so, dass das, was von aus Ihren Reihen an Vorschlägen kommt, letztendlich substanziell nur auf eine Maßnahme, wirklich verlässliche Maßnahme, erkennbare Maßnahme konzentriert werden kann. Das ist nämlich, dass Sie wirklich das über den CO2-Preis regeln wollen. Das wird immer wieder deutlich. Sie sagen zwar auch Erneuerbare, ja, aber richtig konkret wird es dann auf einmal beim CO2-Preis. Da kämpfen Sie wirklich für. Und da möchte ich Sie noch mal fragen. In das in Kombination mit dem Klimaschutzgesetz, was Sie ja auch jetzt inzwischen stolz demonstrieren, ja, gemeinsam verabschiedet, das in Kombination, wenn diese Ziele, die dort verankert sind, wenn Sie das über den CO2-Preis allein erreichen wollen, dann ist das verbunden mit der Verunmöglichung von Heizen in Deutschland. Eine Verunmöglichung. Das heißt, Sie machen ein Programm des Frierens in Deutschland. Das muss man den Leuten mal ganz deutlich sagen. Ein Programm des Frierens. Und wenn ich Sie dann noch mal daran erinnern darf, dass selbst in der größten Krise, die wir hatten seit langen Jahren in dem letzten Jahr, wo wir 300 Milliarden Euro in Deutschland verabschiedet haben, hier zur Verfügung stellen, um diese Überforderung der Menschen abzuwenden, das war eine einmalige Aktion. Da waren wir alle beisammen, auch trotz Meinungsverschiedenheiten, die es hier und da auch in der Ampel gibt. Das gehört zur Koalition dazu. Aber da waren wir ganz geschlossen. Diese 300 Milliarden brauchen wir. Wer stimmt dagegen? Sie haben dagegen gestimmt. Das gibt hier einen Vorgeschmack. Das gibt einen Vorgeschmack darauf, wie Sie die soziale Abfederung dann ausgestalten würden beim CO2-Preis. Ich denke, er wird sehr gering ausfallen. Ich bleibe dabei. Ein Programm des Frierens, das ist das, was die Union verfolgt, nicht mit uns. Die Aktuelle Stunde ist beendet und ich möchte Sie bitten, zügig und wenn möglich geräuschlos die Sitzplätze zu wechseln, sofern dies geschieht. In der Zwischenzeit rufe ich den nächsten Tag.